Hallo zum nächsten Video, zum Update vom letzten Video. Es sind ein paar Tage vergangen. Wir haben enorm viele Nachrichten bekommen vom letzten Video. Wir haben E-Mails, Kommentare, alles Mögliche bekommen. Es hat uns wirklich sehr geholfen. Vielen Dank dafür an alle. Eine E-Mail hat uns ganz besonders beeindruckt. Und zwar war das ein Mensch mit der gleichen Diagnose, wie ich jetzt habe. Er hat uns wirklich seinen Krankheitsverlauf seit 1988 genau beschrieben und mit Medikamentverlauf, Operationen und. Also wirklich Hammer. Vielen Dank an diese Person. Sollte wissen, wer es ist. Die weiß es sicher. Genau. Auf jeden Fall hat uns das auch nochmal gezeigt, dass wir diese Sache sicher in den Griff bekommen sollten und das möglichst schnell und nicht unterschätzen auf jeden Fall. Also ich habe es bis jetzt definitiv unterschätzt. Ich habe es nicht so ernst genommen, weil die jetzigen Folgen halt nicht so gravierend sind. Aber es kann sich sehr schnell verändern, wie das halt zeigt bei anderen. Muss nicht, aber kann. Vor allem deshalb. Genau, und vor allem aus wirtschaftlichen Gründen haben wir uns deshalb dazu entschieden, die Chiasole zu verkaufen. Und ja, wir hoffen, dass es, auch wenn wir natürlich nicht den optimalsten Preis hier erhalten werden oder was auch immer, das wissen wir nicht, aber wir wollen auch nicht das meiste herausschlagen, sondern wir versuchen jetzt einfach jemanden zu finden für die Chiasole, der sie übernehmen kann und auch noch Freude an ihr hat. Geld ist definitiv zweitrangig in der Hinsicht, das heißt, wenn wir genug haben, um die Behandlung zu bezahlen, die Steuern zu bezahlen und dann vielleicht noch ein halbes Jahr oder ein Jahr zu Hause die Krankheit in den Griff zu bekommen, um dann wieder ins normale Leben zu gehen oder wohin auch immer, das wissen wir selbst noch nicht, dann reicht uns das eigentlich. Und ja, das Verchartern oder andere Optionen, das kommt für uns nicht in Frage. Es wäre möglich, aber nicht im Zusammenhang mit der Krankheit. Der Aufwand ist zu groß und nein, aber wir wollen das einfach nicht. Wir haben uns auch gegen das Abstellen entschieden, weil wir dann sozusagen für die Krankheit jetzt relativ wenig Geld zur Verfügung hätten für diese Zeit und eigentlich direkt wieder arbeiten gehen müssten. Und wir wissen halt nicht, ob wir nachher wieder weiter segeln wollen, können, was auch immer. Und das wäre dann vergeudetes Geld, wenn die Chiasole jetzt hier 2 Jahre steht und wir dann merken, ja okay, eigentlich wollen wir jetzt doch sesshaft werden oder keine Ahnung. Oder eigentlich haben wir gemerkt, wir können nicht mehr segeln wegen meiner Krankheit, was auch immer. Man weiß halt einfach nicht, was die Zukunft bringt. Deswegen wollen wir die Zukunft in dem Sinn so am besten gestalten, wie es für uns am richtigsten sich anfühlt. Und das ist im Moment so, dass wir unsere Geldprobleme dadurch lösen können, plus wir haben die Zeit und dann auch ein paar Mittel, um uns eigentlich die ganze Energie in dieser Krankheit zu stecken, damit man da nicht unbedingt Langzeitfolgen davon hat. Genau. Und die Chia ist jetzt halt wirklich top in Schuss. Es ist mehr oder weniger alles in sehr gutem Zustand. Ich meine, wir leben jetzt seit einem Jahr drauf, wir haben alles gemacht, wir haben nahezu alles als Ersatzteil nochmals vorhanden an Bord. Die Segel sind gut, ja, sind natürlich, jedes Schiff hat seine Projekte, aber im Großen und Ganzen kann man da drauf fast direkt den nächsten Ozean überqueren. Ja, und das würde sich halt ändern, wenn wir sie 2 Jahre abstellen. Dann müsste alles nochmal kontrolliert werden, wie auch immer. Ihr wisst das ja selber. Genau. Schlussendlich, ja, es ist jetzt unsere Entscheidung. Wir werden diese so tragen, mit allem drum und dran. Wir wissen auch, dass es vielleicht nicht so schnell möglich ist, das Schiff zu verkaufen. Das haben wir auch schon in Gedanken gefasst. Dann müssen wir wahrscheinlich einen anderen Plan einschlagen. Vielleicht stellen wir sie dann doch irgendwo ab für die Zeit und fliegen erstmal nach Hause. Keine Ahnung. Ja. Aber so, wenn sich gar nichts ergeben sollte in Sachen Verkauf, würden wir sie wahrscheinlich doch an Land stellen. Keine Ahnung. Ja.
ja, jetzt warten wir erst nochmal ab. Aber wenn jemand wirklich ehrlich interessiert ist, genau, gerne meldet euch bei uns. Wir haben uns gedacht, wir machen wahrscheinlich kein Verkaufsvideo, sondern wenn ehrliche Interessenten da sind, dann würden wir gerne einen Videocall mit denen machen und das Schiff direkt und persönlich zeigen. Das kommt besser rüber vermutlich und trifft genau die Fragen für die Person. Ja, also meldet euch einfach, wenn ihr wirklich Interesse habt. Ja. Auf jeden Fall glauben wir, dass einem das Leben das Paket zusendet, was man auch tragen kann. Manchmal weiß man einfach nicht, wie man es anheben soll, aufheben soll oder eben tragen kann. Und deswegen braucht es manchmal einfach nur eine gewisse Zeit oder eine gewisse Überlegung dazu. Und folgedessen, diese Tür schließt sich, eine andere öffnet sich, bla bla bla, philosophisch gesehen gibt es ja einiges. Aber wir schauen nach vorne und wer weiß, was das Leben einem bringt, keine Ahnung. Genau. Who knows? Who knows? Haltet die Ohren steif und genießt es. Bis demnächst. Ciao. Ciao.